Hans-Otto Roth a intrat de tânăr, foarte tânăr în viața politică. Hans-Otto Roth war ein Homo politicus, ein Vollblutpolitiker. Er lebte mit allen Fasern für die Politik. Ich habe ihn ja eigentlich nur als Feriengast in Erinnerung, denn er war ja immer in Bukarest. Bevor er davon sprach, frug mich Hitler mit dröhnender Stimme: Herr Roth, wissen Sie, was ein Emporkömmling ist? Dabei schlug er sich mit weit ausholender Geste mit beiden Fäusten in die Brust und setzte tobend hinzu: Jetzt ahnen Sie wohl auch, warum ich Führer des deutschen Volkes bin. Bischöfe und Stadtpfarrer sind mit deutschem Gruß dabei, während Hans-Otto Roth seinen Zylinder hält und seine Gattin ihre Tasche. Mein Vater, der war für ein Jahr verurteilt, aber er war damit kein Jahr da, als er dann starb. So betrachtet ist er auch als ein Märtyrer zu verstehen. Hans-Otto Roth war einer der ganz wenigen, die sich ganz entschieden gegen den Nationalsozialismus gestellt haben. Dieses Bild sagt alles über seine Grundhaltung. Er war kein Nazi.